Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Coffee 2, die Nacht des Raben. Gehen wir mal hier rein, wo wir hier noch nicht waren. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch nicht, ob ich das sein möchte, aber ich speichere mal. Also Steinwächter, ich danke dir für deine eine Münze. Sie haben ja alle noch geiles Loot dabei, auf einmal leckt das finde ich nicht genau. Sagst du mir etwa, ich hätte die ganze Zeit auch alternativ in die Mine gekonnt? Naja, zumindest rauskommt. Ja, ist ja okay. Zumindest rauskomme ich da nicht. Vielleicht ist es auch nur Deko, I don't know. Muss ja nicht immer alles einen Sinn haben, ne? Oh, ein Apfel! Ein Apfel, ein. Oh, wir haben Schokolade. Ja, stimmt, wir haben einen eingesammelt. Ja, hat leider nicht für einen Stärkepunkt gereicht, schade. Aber, ne, es lohnt sich immer, die Sklaven zu durchsuchen. Ich habe vielleicht noch einen fucking Apfel dabei. Ja, es hört sich schon sehr bedrohlich an. Ich gehe gleich rein. So. Ja, gucken wir mal, was da drin ist. Bestimmt nur schöne Sachen. Warum die Armbrust und nicht das Schwert? Ich weiß es auch nicht. Ah. So viel dazu. Ein Trank. Eine Spruchrolle. Ein Trank. Kann ich was mit dir machen? Scheinbar nicht. Ja, gut, dann ist das hier wohl offiziell gelootet. Aha, schwerer ist. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Gut, ja, dann soll es das gewesen sein. Dann gehen wir mal. Ist das tatsächlich aus oder ist das nur ein Reiter? Sieht komisch aus. Hört sich auch komisch an, will ich gar nicht sagen. Gucken wir doch mal, ob wir von der Wache verlangen können, dass die Sklaven freigelassen werden. Meine Meinung kennst du ja schon. Kuckuck. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Torus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ja. Hier, reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen! Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal! Bladwin ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Torus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bladwin gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Torus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Na gut, dann frage ich mal Torus, was er davon hält, warum ich das jetzt so. Hoffentlich fangen jetzt nicht wieder Tonspur-Lecks an, das wäre ziemlich scheiße. Die andere Frage ist, wenn alle Sklaven freigelassen werden, wird auch der dämliche Schmied freigelassen. Ich tausche mal eben meine vorhandenen Goldbrocken ein. Ich meine, ne? Hallo, hey, Krimsohn. Du. Lass uns tauschen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, im Handel sind sie vielleicht 18 wert, aber ich weiß nicht, ob ich auch tatsächlich den Wert bekomme. Naja, wir haben noch ein paar Goldbrocken, die wir haken können. Ich gehe erstmal mit Torus quatschen. Gucken, ob ich die Sklaven die Erlaubnis bekomme, dass die Sklaven gehen können. Hier liegt noch ein Zeug rum. Cool. Danke für dein Zeug. Torus, mein Schätzchen. Hoffentlich stört euch das nicht, dass ich Bladwin umgebaut habe. Oh Gott, das ruckelt komisch. Torus? Hast du Angst vor Gewittern? Soll ich mal ein Nickerchen machen? Warum ist Torus verschwunden? Ah ne, da steht er, glaube ich, oder? Ja, hey, hallo, Torus. Was hast du eigentlich vor? Was? Nicht viel. Du hast jetzt auch noch Bladwin aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist.
Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Warum nicht? Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorgt dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Oh Gott, machen wir das jetzt gerade instant? Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Ja, seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Ja, das werden wir mal sehen. Okay, ich glaube, wir haben den Befehl, also ja, das Okay von Taurus bekommen, dass die Sklaven gehen können. Er hat einen Punkt, muss ich sagen. Es sind ja alles Gesetzlose und so ein Shit, aber... Genau. Was bleibt mir da alles übrig? Das ist meine Quest, ihn umzubringen. Ich wollte da oben rauf gucken, ob das geht. Ha, ein Fehler. Lol. Ist ja auch egal. Gehen wir mal zu den Sklaven-Typen und sagen, dass die Sklaven gehen können. Ja, ich meine, wie gesagt, der hat schon einen Punkt, so ist das ja nicht. Was war das seine? Eigentlich stellt er das Spiel so ein bisschen vor so einem, ich sag mal, moralischen Dilemma. Allerdings baut man zu wenig Sympathie mit denen auf, wenn das, das einen groß interessiert, verstehst du? Ja, weiß ich nicht. Lass die Sklaven. Jetzt geht's auch nur mir so, Alter. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ja, Taurus. Ich habe mit Taurus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Taurus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Mach das. Hallo Patrick, deine Leute sind alle frei. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Ja, schon gut. Gib mir nur SP. Und jetzt kann ich an eure Gold vorkommen. Okay, hier ist Kanzler. Aber hier ist eins. Wie gut bin ich denn schon? Meisterbuddler. Nice. Gut, die Ergebnisse sind nicht wirklich besser, aber das ist ja auch egal. Ja, dann würde ich mal sagen, wiederhole ich das mal, bis ich alle Goldklumpen abgeklumpt habe, ne? Okay, all das Gold davor habe ich abgebuddelt. Ich krieg die Missgeburten da leider nicht von ihren Plätzen weg, ohne sie umzubringen, und dann ist jeder aggro. Also, hey. Ja, let's go. Lass uns tauschen. Lass uns tauschen. Was ist gerade? Hä? Lass uns tauschen. Du hast aber. Was ist das? Habe ich gerade zweimal Gold? War das? I guess. Gut. Speichere mal richtig, weil ich glaube, jetzt geht es zur Sache. Glaube ich. Lol. Wollen wir dann mal gucken, ob ich da zu den Wachen vorgelassen würde, ne? Zu den Wachen, an den Wachen vorbeikommen, Leute. Klopf, klopf. Du schon wieder? Du nervst. Du auch. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwin? Boah, das ist ja...
Ja, nein, ich meine, du kannst durch. Das ist sehr nett von dir. Gut, ich gehe mal davon aus, dass es kein einfacher Kampf wird. Aber here I am. Walk you like a hurricane. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon meine Rüstung anziehen sollte. Ich hätte ja an und für sich doch schon Lust, noch mit Raven zu quatschen. Vielleicht kann man ja irgendwie was. Rüstung von Ravens Garde wird die so. Oh. Der Gute, vielleicht kann ich auch einfach die anziehen. Die ist zwar jetzt einmal noch nicht besser als das, was ich habe, hätte, aber. Ui, die alte Kartistenrüstung. Lass ich doch mal von vorne sehen. Ja, machen wir es halt so. Ui, ist ja nicht schick. Ha, na gut, ihr seht mir nicht aus wie Raven. Ravens Knecht. Das war ein grandioser Fehlschuss. Ich weiß nicht, wie stark ihr seid. Ich möchte es irgendwie nicht herausfinden. Deswegen renne ich erstmal völlig weg. Na komm, jetzt, schlag mich doch. Schlag mich doch, du Pussy. Ja, los, komm. Ja, Knechte. Seid wohl doch nicht so stark, wie ihr dachtet. Gut, ich habe keine Ahnung, ob ihr dachtet, ob ihr stark seid, aber ich dachte es zumindest. Egal. Ich bringe euch einfach alle um. Ja, immer schön hätten, ja. Wo gehen wir da schon hin? Ist gut, dass sie mir den Schritt zurückweichen, wenn man sich trifft. Na los, du auch. Wäre jetzt ziemlich asozial, wenn ich dich aber so zurücklasse. Aber irgendwas sagt mir, dass Raven irgendwas gemacht hat. Wer hätte das gedacht, ne? Ich glaube nicht, dass die so aussehen sollten. Sprochrolle. Trank, silberne Schale, ja. Das Blut sieht auch gut aus. Ganz viele tolle Sachen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir ja die alte Sprache eigentlich perfekt erlernt haben, sodass wir zumindest die Steintafeln lesen können. Allerdings wissen wir nicht, was das bedeutet, was uns hier Mr. Crimson gesagt hat. Ne? Das finde ich ein bisschen doof, weil theoretisch beherrschen wir jetzt hier die Sprache. Sollten wir ja nur für sich verstehen. Naja, oder vielleicht ist das ein Akzent, den wir nicht sprechen. Keine Ahnung. Ich weiß es dauer nicht. Nochmal speichern. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Dann wird der bestimmt Raven dort sein. Oh, oder eine Katze, die gut platziert ist. Ich will seine Rüstung haben. Die wird nicht besser sein als meine. Oh shit, der Rüstung geöffnet. Nein! Was soll das denn? Machst du aber die Tür da dazu? Neuer Tagebucheintrag. Geistige Irrwege. Nee, das war das wahrscheinlich nicht. Raven. Wenn Raven ins Gemächer eingedrungen, ich konnte gerade noch sehen, wie er hinter einer großen Tür verschwand. Ich konnte ihm nicht folgen. Ich nehme an, dass die Tür zum Tempel Adonis führt. Ich muss daraus davon berichten. Aber erstmal gucke ich mich da drin um. Ja, ich schätze mal, ich muss daraus einfach das vortragen, was hier der Herr Crimson gehört haben möchte. Vielleicht kann ich den Spruch auch schon selber bringen, I don't know. Womit denn? Ja, weiß ich nicht. Lass dir was einfallen. Na gut, dann gehen wir zurück zu Saturas. Mal gucken, ob die Wachen mich jetzt irgendwie angreifen oder so. Ja, gut. Gucken, ob Taurus was zu melden hat. Hallo, Taurus. Nö. Alles klar. Wassermager, here we go.
Sartorius, müsste es doch hier immer rumstehen. Kuckuck. Hey, du. Hey, du. Hurensohn. Wegen Raven. Ich bin bis zu Ravens Gemächern vorgedrungen. Und? Was ist mit Raven? Ich kam zu spät. Er ist vor meinen Augen im Adanos-Tempel verschwunden. Was? Das ist eine Katastrophe! Warum bist du ihm nicht gefolgt? Mach's doch selber, wenn du so schlau bist. Ich konnte Raven nicht folgen. Er hat das Eingangstor von innen versperrt. Ich muss nachdenken. Die Frage ist, wie ist Raven in den Tempel gelangt? Was hat er getan, bevor er das Portal durchschritten hat? Er hat eine Beschwörung auf das Tor ausgesprochen. Und davor? Er hat eine Grabkammer geöffnet. Ich weiß nur, dass er dort eine Art Ritual abgehalten haben muss. Ein Ritual? Ja, das ist es. Ich befürchte, Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat seine Kenntnis über den Tempel von einem Geist erlangt. Cheater. Du musst zu Myxia gehen und ihm davon berichten. Adanos möge dich schützen. Ja, du mich auch. Myxia, ich habe Informationen. Sartorius schickt mich. Raven ist in den Tempel vorgedrungen und hat das Portal hinter sich versperrt. Sartorius meinte, er hat seine Kenntnisse über den Tempel von einem Geist erlangt. Bei Adanos. Er muss den Hohepriester Kardimon beschworen haben, um ihn nach einem Weg in den Tempel zu fragen. Laut den Aufzeichnungen hatte er sein Grab in den Höhlen unter der Festung. Du wirst es ihm gleich tun müssen. Aber Kardimon kannst du nun nicht mehr befragen. Das Grab des Kriegerfürsten Quahodron soll im Westen des Tals liegen. Du wirst es finden müssen und Quahodron erwecken. In diesen Inschriften hier ist festgehalten, wie ein gläubiger Adanos einen Geist beschwören kann. Glaubst du, das klappt wirklich? Ich habe schon viel wirres Zeug gelesen. Zum Beispiel die Schriften von Iberion, dem Anführer der Bruderschaft des Schläfers. Aber dem Verfasser dieser Schriften glaube ich jedes Wort. Warum Quahodron? Warum nicht gleich den Hohepriester Kardimon? Raven hat mit seiner Beschwörung das Grab von Kardimon entweiht. Davon können wir ausgehen. Wir müssen uns einen anderen Geist suchen. Frech von ihm. Die Bruderschaft des Schläfers hat nicht nur Lügen verbreitet. Den Schläfer gab es wirklich. Es waren auch nicht ihre Lügen, die sie unglaubwürdig gemacht haben. Es waren ihre Worte an sich. Die waren mehr verworren als glaubhaft. Sie zeugten von dem übermäßigen Gebrauch des Sumpfkrauts, das sie rauchten. Es ist die Ernsthaftigkeit und Besonnenheit in den Worten dieser Steintafel, die mich davon überzeugt, dass dieser Mann hier die Wahrheit schreibt. Ah ja. Ist das wirklich dein Ernst? Ich will nichts unversucht lassen. Wenn auch nur der Hauch einer Chance für uns besteht, einem der Erbauer zu begegnen, dann müssen wir das tun. Raven hat es ja auch geschafft. Angenommen, ich wollte diesen Geist beschwören. Was müsste ich tun? Finde Quahodrons Grab im Westen des Tals. Mit den Worten der Totenwächter, die ich dir hier aufgeschrieben habe, wird sein Geist herbeigerufen. Das wäre auch schon alles. Jetzt müsstest du nur noch das Grab finden. Viel Erfolg, mein Sohn. Na, wenn's weiter nichts ist. Es ist ja wohl easy peasy. Ich schätze mal, ich muss diese lustige Spruchrolle vorher mal irgendwie lesen oder so. Igoria Toros. Das funktioniert ja nicht. Igoria Torul, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Nicht? Es ist ja schon eine Schweinerei. Ja gut, dann machen wir uns auf zu diesem wunderschönen Tempel. Aber erst im nächsten Part. Ich mache es mal Cut und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, tschüss.